Und wir haben ja auch eine Stelle aus dem Koran, die klar und deutlich sagt, was das zu bedeuten hat. Hier können wir auch im Koran gucken. Also, das ist die Ayah aus dem Koran, Sura Baqara, Ayah 157. Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier im Koran, hier wie ihr lesen könnt, Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma, wa ulaika humul muhtadun. Ja, sie sind es, denen Segnungen von ihrem Herrn und Erbarmen zuteil werden. Und sie sind die Rechtgeleiten. Also im Koran ist es genauso gemeint. Im Koran ist es genauso gemeint, wie hier, wie überall im Bukhari und ganzen Exegeten. Im Koran haben wir hier, bei Imam Qutubi, Imam Suyuti, Imam Baghawi, ja, Ibn Kessir, ja, da haben wir hier das auch noch, da haben wir Bukhari auch noch. Nein, Allah betet den Propheten an, heißt es ja. Machen sich lustig, was ist das? Das ist doch nicht normal. Das ist doch krank. Krank pur ist das, Arapur. Krank pur, ganz ehrlich gesagt. Ich kann das wirklich nicht verstehen, dass diese Menschen so gestört sind, dass sie die arabische Sprache schon ändern. Die Arabern beibringen, die Araber, ich meine, kann nicht mal ein einziges Wort Arabisch, sagt er ja selber. Ja? Und Küsten, Prinz werden wir auch nochmal zeigen, sein Arabisch, was er da falsch vorliest und so weiter. Ja, das werden wir auch nochmal zeigen. Und außerdem wird es in der Bibel prophezeit, in der Bibel wird es prophezeit, dass man Segenswünsche aussprechen soll für den Propheten. Ja, und dass man für ihn beten soll. Das werden wir hier mal lesen. Wir haben hier Surat al-Ahzab, wie gesagt, hier. 56 müsste es sein eigentlich, 56 genau. Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen. Inna Allah, inna, gewiss, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen. Über den Propheten, o dir glaubt, ja, ayyuhalladhina amanu, o dir glaubt, sprecht den Segen. Sallu alayhi wa sallimu taslima, wa sallimu taslima. Sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Das ist der Ayah aus dem Koran, wie gesagt. Und jetzt, hier haben wir die Bibel dazu. Wir werden mal hier so parallel machen hier. Hier seht ihr 72, Vers 15, Salmen. Dazu haben wir auch ein Video gemacht, Mohammed in der Bibel, Teil 2, für die Leute, die das nicht kennen. Die sollten das Video anschauen, ist sehr interessant. Das haben wir in Fethiya gedreht. Hier steht geschrieben, er wird leben und man wird von ihnen Gold aus Reich Arabien geben. Aha, Arabien. Ja, und man wird immer da für ihn beten, täglich wird man ihn segnen. So wie es hier geschrieben steht. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen. Ja, täglich wird man ihn segnen und für ihn beten. Wen und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Also beten in dem Sinne wie Salah, weil Salah bedeutet Gebet und Beten. Ja, ursprünglich wie gesagt Bittgebet, dass man für ihn das ist ja damit auch gemeint, dass man für ihn betet. Ja, für ihn beten ist ja Bittgebete gemeint. Ja, dass man für ihn beten, Bittgebete macht. Was machen wir? Sallallahu alaihi wasallam oder Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad und so weiter. Ja, das sind Salat, also man spricht so gesehen die Bittgebete für den Propheten sallallahu alaihi. Und hier steht geschrieben, für ihn wird man beten. Täglich wird man ihn segnen. Wen segnet man heute täglich? Zeig mir eine einzige Person, den man täglich segnet. Hier genau dieselbe Stelle im Koran. O, die ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Und hier steht geschrieben, und man wird immer da für ihn beten und täglich wird man ihn segnen. Salmen 72, Vers 15. Sura Ahzab, Ayah 56. So steht es geschrieben. Man soll täglich für ihn beten. Für wen?
Zeig mal eine einzige Person, für den man täglich gebeten hat, von Anfang, von Adam bis heute. Ja, wo man Segenswünsche ausgesprochen hat. Außer der Prophet Mohammed gibt es keinen einzigen. Nur der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, Frieden, Segen sei auf den Propheten Mohammed. Kein weiterer. Um zu beweisen, dass Jesus, alaihi salam, Friede, Segen sei auf Jesus. Kommt an dich mit Jesus. Jesus ist euer Gott. Für Jesus betet man nicht. Jesus betet man an. Jesus segnet man nicht. Jesus ist das Segen. Deswegen könnt ihr gar nicht sagen, damit ist Jesus gemeint. Weil einer hat gesagt, damit ist Jesus gemeint. Ich habe gesagt, für Jesus betet ihr? Ihr betet Jesus doch an. Also ja, stimmt. Das kann ja gar nicht Jesus gewesen sein. Das ist Salomo gewesen. Zeigt mir mal eine einzige Quelle, wo man Salomo für Salomo gebeten hat, also Mitgebete gesprochen hat und Segenswünsche. Zeigt mir mal eine einzige Quelle. Keine einzige Quelle. Ich habe die ganzen Exegeten angeschaut, die jüdischen und so weiter. Und die wissen gar nicht. Die spekulieren auf den einen, auf den anderen kann es sein. Das war ein Unbekannter gewesen, wer auch immer. Aber hier steht, und man wird immer dafür ihn beten, täglich wird man ihn segnen. Allahumma salli ala Muhammad, kama sallit ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid. So steht es geschrieben bei uns, dass man Frieden, Segen sei auf den Propheten sprechen sollte. Und deswegen sagen wir mal, wenn wir seinen Namen hören, Frieden, Segen sei auf den Propheten. Weil die Prophezeiung sich erfüllt hat, wie es hier in Salmen geschrieben steht. Genauso wie im Koran befohlen wird, im Koran wird befohlen, im Salmen wird prophezeit und die Prophezeiung hat sich erfüllt. Und ihr werdet es nicht annehmen, weil ihr eure Seelen verkauft. An den Satan.